Sie als Spezialistin, können Sie uns verraten, was die Trends für 2018-19 bei den Haaren sind? Also wie die letzten Jahre auch schon, wie das lange Haare natürlich, genauso gut wie ein pfiffiger Kurzhaarschnitt, aber auch der Bob. Und zwar weg von dem Long-Bob-Variante wieder zu dieser Short-Bob-Variante. Also viel kürzer, als es bisher gewohnt ist, so zwischen Ohrläppchen und Kinn. Das ist es. Pony, also der Fringe. Und zwar wirklich ein richtiger, extremer Pony. Bei den Farben sind es wieder diese wärmeren Töne, Herbsttöne, Kupfer, alles Mögliche in Braun. Aber genauso gut auch weiterhin das Blond in einem Granny-Look oder in Pastelltönen variiert. Haben Sie auch einen Tipp für immer gepflegtes Haar? Immer schön gepflegtes, glänzendes Haar bedeutet, ich muss meine Haare pflegen. Das reicht nicht nur das Shampoonieren aus, sondern das sollte man dann schon auch mal zu einer Maske greifen. Also sich auch wirklich die Zeit gönnen, 10 Minuten Wellness für die Haare inklusive eines Conditioners. Das sorgt dafür, dass das Haar länger schön bleibt und auch glänzend. Und was für Hochsteck- oder Flechtfrisuren sind dieses Jahr im Trend? Alles. Mein persönlicher Lookalike-Look ist immer das Avantgardistische. Also das heißt die klassische Zopffrisur mit einem gekreppten Resthaar, ob dann im Zopf oder hochgesteckt. Einfach dieses so ein bisschen dieses edle, elegante gepaart mit dem ausgeflippten, rauchigen, Raffi-Look, Bad-Look zusammen kombiniert, finde ich persönlich eigentlich eine super schöne Variante. Man sieht es jetzt auch gerade so, dieser Wiesen-Look geht auch hin zu diesem extremen Bad-Hair, man würde sagen Bad-Hair-Day, aber halt kombiniert elegant mit Avantgarde. Was kann man denn bei einem richtigen Bad-Hair-Day tun? Kommt drauf an, was ich für Haare habe. Lange Haare haben es in dem Fall einfach, mache ich mir einen Zopf, einen Rossschwanz oder ich setze mich hin und flechte mir meine Haare. Die Kürzeren haben es da schwieriger. Das Einfachste wäre da in dem Fall Haare waschen und nochmal neu frisieren. Aber das einfachste Mittel, was hilft, das probateste Mittel, was hilft, 3 Shampoo rein, 2 Minuten einwirken lassen, ausbürsten und dann sind die Haare wieder frisiert. Ich sage immer, das ist das beste Shampoo, wenn man auf Festivals geht. Ja? Und dann nehme ich ja auch nichts mit. Dann nehme ich mein Dry Shampoo mit und bin immer bestens frisiert. Danke.